Welche klimafitten Baumarten gibt es für den österreichischen Wald? Die Frage wird mir natürlich oft gestellt. Die erste ernüchternde Antwort ist immer, es gibt nicht die eine klimafitte Baumart für den österreichischen Wald. Warum, ist auch ganz einfach zu erklären. Der österreichische Wald besteht aus so unterschiedlichen Standorten. Wenn man sich vorstellt, nicht vom Hochgebirge zum Beispiel in Tirol bis hin zu den Tieflagenwäldern im Osten, im Südosten Österreichs, in Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich, dann ist ganz klar, das sind so unterschiedliche Bedingungen für die Baumarten, das müssen verschiedene Baumarten sein. Was passieren wird, ist, dass in den höher gelegenen Wäldern in Österreich die Laubbäume konkurrenzkräftiger sein werden im Verhältnis zu den Nadelbäumen, natürlich die Fichte vor allem zu nennen. Das heißt, mittel- bis langfristig werden das aus nadeldominierten Wäldern Nadellaubwälder werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Wälder in Summe wieder stabiler und resilienter in Bezug auf den Klimawandel werden werden. Wenn man ans andere Ende dann schaut, wieder in die Tieflagen, das sind die eigentlichen derzeitigen Problemstandorte, weil auf diesen Standorten es heute schon trocken und warm ist und in Zukunft noch trockener und noch wärmer werden wird. Und welche Baumarten finden wir in vielen Fällen auf diesen Tieflagenstandorten? Das ist die Fichte. Warum die Fichte auf solchen Standorten so häufig vorkommt, ist nicht die Natur, sondern weil die Fichte seit 100, 200 Jahren im Prinzip aus hauptsächlich ökonomischen Gründen da also gefördert wurde. Und die Fichte ist leider auch die sensibelste Baumart, was also Klimawandel in Österreich angeht. Sie ist sehr sensibel auf Trockenperioden. Sie reagiert dann mit schlechtem Gesundheitszustand. Und solche gestressten Fichten sind dann ein perfektes Bruthabitat für Borkenkäfer. Und wenn gestresste Fichten und Borkenkäfer zum selben Zeitpunkt auf derselben Fläche zusammentreffen, dann gibt es tote Bäume. Das heißt, die Fichte ist kein Zukunftsmodell für die Tieflagenwälder in Österreich. Was da in Zukunft geeignet sein wird, sind zum Beispiel Eichen, Hainbuche, sind Linden, Ahorn, Kiefer, teilweise auch die Tanne noch. Und wenn wir das Baumartenspektrum erweitern, auch auf nicht heimische Baumarten, dann sind da zum Beispiel Douglasie und Roteiche aus Nordamerika, also Kandidaten für zukunftsfähige Wälder. Auf einigen Standorten in Österreich, also die wirklich so quasi an der unteren Waldgrenze liegen, wie so schön also heißt, wird es für die heimischen Baumarten wahrscheinlich zu trocken werden. Also da kann man sich dann in Zukunft vorstellen, dass das zum Beispiel Eichenarten sein werden, die heute im Osten der Türkei oder im Iran zum Beispiel vorkommen können. Das sind aber eher kleine Flächen im österreichischen Wald.